Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über den Aufbau meiner Modelleisenbahnanlage. In diesem Teil 45 geht es wieder um das Modul Tor, um die letzte freie Stelle, die ich noch gestalten kann. Wie ihr hier seht, habe ich damit schon angefangen. Ich habe Pappe und Styropor aufgeklebt, um das Niveau der Oberfläche ein bisschen zu gestalten, das Landschaftsprofil ein bisschen darzustellen. Und damit mache ich jetzt auch weiter und schneide das Ganze zu. Zuerst schneide ich die Pappe zu, die soll bündig mit der Modulkante abschließen. Und danach schneide ich grob das Styropor zu. Nach dem groben Zuschneiden nehme ich dann eine Raspel und arbeite die Feinheiten raus. Wenn dann alles so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, nehme ich einen Staubsauger und mache den Dreck weg. Anschließend wird das Styropor und die Übergänge von der Pappe zu der Moduloberfläche mit Holzspachtel überzogen. Wenn der Holzspachtel getrocknet ist, schleife ich das Ganze nochmal mit 80er Schleifpapier. Auf dieser Fläche soll eine kleine Gärtnerei entstehen und dazu habe ich mir einen Bausatz besorgt von Faller. Dieser Bausatz beinhaltet ein Wohnhaus mit Garage und ein paar Gewächshäuser. Außerdem habe ich mir Figuren dazu besorgt und kleine Blumentöpfe mit Pflanzen drin und Gehwegleuchten. Und den Aufbau dieses Bausatzes von Faller seht ihr jetzt hier in Zeitraffer. Und hier ist jetzt der fertig zusammengebaute Bausatz, das Wohnhaus mit Garage und die Gewächshäuser. Und hier sollen die einzelnen Teile jetzt hin. Das Wohnhaus mit der Garage kommt jetzt hier in die Nähe der Gleise, direkt an die Kante von der Pappe. Ans Ende des Geländes kommt dieses schmale, lange Gewächshaus und dazwischen kommen die anderen Gewächshäuser. Und so in etwa soll das Ganze dann aussehen. Wie ihr seht, habe ich ein Stück aus der Pappe rausgeschnitten. Das ist die Grundfläche des Gebäudes. Außerdem habe ich zwei Löcher gebohrt, das heißt anderthalb. Das eine Loch geht durch, da kommt das Kabel durch für die Innenbeleuchtung des Hauses, das andere dient mir zur Orientierung. Für die Innenbeleuchtung des Hauses habe ich eine 5 mm LED genommen, ein 820 Ohm Widerstand dran gelötet und Kabel dran gemacht. Bevor ich die LED aufklebe, klebe ich noch ein Stück Alufolie auf die Oberfläche. Die Alufolie soll das Licht im Innern des Gebäudes ein bisschen besser verteilen. Wenn die Alufolie fest ist, kommt das Kabel durch das eine Loch. Und die LED wird mit Heißkleber aufgeklebt. Wenn der Heißkleber dann fest ist, kann ich das Gebäude drüber stellen und festkleben. Während der Kleber jetzt trocknet, zeichne ich mir hier einen Parkplatz auf und die Straße, die zur Gärtnerei führt. Vorgesehen ist ein Parkplatz mit zwei Reihen, wo die Autos gegenüberliegend parken können. Die Straße, die zur Gärtnerei führt, soll ca. 5 cm breit sein. Und für den Radius am Ende zur Modulkante hin, dafür nehme ich einen Teller, sodass es einen weiten Bogen gibt. Hier sieht man jetzt, wie das ungefähr aussehen soll. Und als nächstes gehe ich hin und nehme graue Farbe und male dann die Oberfläche an.
Die Fläche ist jetzt angemalt und wenn die Farbe getrocknet ist, nehme ich mir wiederum Pappe. Die klebe ich links und rechts von dem Straßenverlauf auf, um den Höhenunterschied zwischen Bürgersteig und Straße darzustellen. Wenn der Kleber getrocknet ist, also die Pappe fest ist, nehme ich noch Holzspachtel und überziehe das Ganze, damit es fließende Übergänge gibt. Während der Holzspachtel jetzt trocknet, mache ich mit dem Gelände der Gärtnerei weiter und als erstes mache ich einen Zaun zwischen Gleise und Gelände. Dazu nehme ich einen Zollstock als Abstandshalter, ziehe mir eine Linie, dann kommt Weißleim drauf. Anschließend wird das Zaunelement aufgeklebt und drumherum noch Grasfaser aufgestreut. Der Zaun ist von Kibri, besteht aus drei einzelnen Teilen, die ich mit Kunststoffkleber zusammengeklebt habe. Wenn der Kleber getrocknet ist, nehme ich mir einen Pinsel und entferne einen Teil des überschüssigen Materials. Anschließend nehme ich wieder Weißleim, bestreiche einen Teil des Moduls, des Geländes, trage braune Streu und Grasfasern auf. Wenn hier jetzt der Kleber getrocknet ist, entferne ich das überschüssige Material von der Modulkante und danach entferne ich das abnehmbare Modul. Das hat den Hintergrund, dass der Übergang von dem letzten Modul zu dem Modul mit der Brücke nicht übereinstimmt oder nicht passt, da das Modul mit der Brücke ja viel früher gebaut wurde und dort wurden andere Grasfasern benutzt wie jetzt bei dem letzten Modul. Und um das auszugleichen, um den Übergang passend zu machen, entferne ich das Modul. Dann trage ich Weißleim auf das Modul auf mit der Brücke. Dort kommen dann die Grasfasern drüber, die ich momentan benutze. Wenn das Ganze getrocknet ist, wird das überschüssige Material wieder entfernt und dann setze ich das Modul Tor wieder ein. Das Ergebnis der Ausbesserung seht ihr jetzt hier. Das abnehmbare Modul, das Modul Tor, ist wieder eingesetzt und der Übergang von diesem Modul zu dem Modul mit der Brücke ist jetzt viel besser. Und dann kann ich jetzt weitermachen mit dem Gelände von der Gärtnerei. Dort muss ich jetzt einiges ausmessen, zum einen für die Gewächshäuser, zum anderen für die Gehwegleuchten, sodass das alles harmonisch ist. Und als erstes fange ich damit an, die Positionen auszumessen, an denen ich 3,5 mm Löcher bohren muss für die Gehwegleuchten. Die 3,5 mm, also der Durchmesser für die Löcher, die ich bohren muss, die sind vorgegeben von der Firma Wissmann. In dem Beipackzettel zu den Gehwegleuchten steht genau drin, wie groß das Loch sein muss, um die Gehwegleuchten aufzustellen. So, die Positionen für die Gehwegleuchten sind ausgemessen. Jetzt kann ich die 3,5 mm Löcher bohren. Anschließend stelle ich schon mal zwei Gewächshäuser auf. Zum Befestigen der Gewächshäuser nehme ich einfach wieder Weißleim und damit das Ganze besser hält, wird die Unterseite der Gewächshäuser aufgeraut und dazu benutze ich 80er Schleifpapier. Und als nächstes geht es weiter mit dem Gelände um die Gewächshäuser. Dort trage ich Weißleim auf und dann wieder braune Streu und Grasfaser. Und bevor ich jetzt weitermache mit dem Gelände der Gärtnerei, baue ich mir meine Gehwegleuchten zusammen. Ich habe mir keine fertigen Lampen gekauft, sondern Bausätze. Warum? Einfach um mal auszuprobieren, wie das ist, so eine Lampe zusammenzubauen und zum anderen, ob sich das lohnt, 2-3 Euro zu sparen und sich dafür die Arbeit zu machen. Im Prinzip ist das Ganze ganz einfach. Ihr habt hier eine Beschreibung, da steht alles drin, was man machen muss. Dabei sind zwei Plastiktütchen. In dem einen Plastiktütchen sind die Kabel, Schrumpfschlauch, Widerstand, Diode und die SMD-LED. Und in dem anderen Tütchen sind die Teile für die Lampe, also Lampenschirm, Lampenmast etc. Nachdem ich jetzt die Kabel aufgewickelt habe, sieht man, dass an dem gelben Kabel
die SMD-LED schon angelötet ist und das Kabel nehme ich jetzt und führe es durch den Lampenschirm. Anschließend kommt das Kabel noch durch den Lampenmast und das Ganze sieht dann so aus. Jetzt nehme ich das braune Kabel, schiebe es von unten nach oben durch den Lampenmast und löte es mit dem zweiten Kabel der SMD-LED zusammen. Das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Jetzt kann ich den Lampenmast nach oben schieben und mit dem Lampenschirm verbinden. Dann verdrille ich beide Kabel und schiebe den Sockel bis hoch zum Lampenmast. Anschließend kommt über das gelbe Kabel der gelbe Schirmschlauch und über das braune Kabel der schwarze Schirmschlauch. An das gelbe Kabel wird der Widerstand angelötet und an das braune Kabel kommt eine Diode. Wenn das Ganze dann verlötet ist, wird der Schirmschlauch übergezogen und dann ist meine Lampe so gut wie fertig. Da fehlt nur noch der Deckel für auf den Lampenschirm und dann habe ich die erste Gehweglampe schon zusammengebaut. Fehlen dann noch drei. Hier ist meine erste fertige Lampe. Hat es sich gelohnt oder hat es sich nicht gelohnt? Ging relativ schnell und je nach Menge, wie viel Lampen man zusammenbauen muss, würde ich schon sagen, dass es sich lohnt, Bausätze zu kaufen. Okay, dann können wir jetzt weitermachen an meinem Modul und können die Lampen aufstellen. Die Löcher habe ich hier schon gebohrt, brauche ich also nur die Widerstände und Dioden durch die Löcher zu fädeln, die Kabel durchzuziehen und die Lampen zu befestigen. Nachdem die ersten beiden Gehweglampen jetzt stehen, mache ich mit der Umgebung weiter. Dazu trage ich wieder Weißleim auf, braune Streu, ein bisschen Grasfaser und jetzt kommt grober Sand dazu. Dieser grobe Sand soll einen Kiesweg darstellen. So, der Weißleim ist aufgetragen, dann kommt jetzt als nächstes braune Streu zum Einsatz, an den Stellen, die matschig dargestellt werden sollen. Danach kommen Grasfasern an den Seiten und in den Ecken der Gewächshäuser. Und danach kommt der grobe Sand, der den Kiesweg darstellen soll. Nachdem das alles aufgetragen ist, stelle ich die letzten beiden Gehwegleuchten auf. Und jetzt, wo die Gehwegleuchten aufgestellt sind, kommt um das Haus rum noch ein Weg, der von der Straße bis hinter das Gebäude führt. Und den stelle ich da mit grauer Farbe. Diese graue Farbe ist dieselbe, die ich genommen habe, um die Straße darzustellen. Und die wird jetzt Pi mal Schnauze erstmal aufgetragen. Wenn die graue Farbe aufgemalt und getrocknet ist, kommt dann um das restliche Gelände noch Grasfaser und grober Sand zum Einsatz. Nachdem jetzt auch diese Stelle präpariert ist, fehlt natürlich noch der Zaun. Der restliche Zaun um das Gelände und hier an diesem Weg, der um das Gebäude rumführt, muss natürlich auch ein Tor entstehen. Und hier kommen jetzt wieder die Zaunelemente von Kibri zum Einsatz, passend zu dem Zaun, den ich schon aufgestellt habe. Zuerst schneide ich mir hier ein Teil zu, was neben das Haus passt, bis zu dem Weg. Bei diesem Kibri-Zaun ist auch ein Tor dabei. Das muss ich nur in der Mitte aufschneiden, damit ich es offen darstellen kann. Jetzt fehlt noch der zweite Zaunteil.
An den klebe ich das Torstück gleich mit an und dann wird das Ganze auf der Rasenfläche festgeklebt. Nachdem jetzt der restliche Zaun aufgestellt wurde, nehme ich mir hier diese Blumentöpfe von der Firma Noch. Die gibt es mit zwei verschiedenen großen Pflanzen drin. Und die stelle ich hinter das Haus bzw. hinter die Garage auf das Gelände der Gärtnerei. Da diese Blumentöpfe doch ziemlich klein sind, benutze ich eine Pinzette, um sie aufzustellen, und festgeklebt werden die mit Weißleim. Ungefähr 9 Blumentöpfe werde ich aufstellen, so ein bisschen verteilt hinter das Gebäude und hinter die Garage. Und dann kommen noch Figuren hinzu. Zum einen habe ich einen Gärtnereiarbeiter, der sich auf eine Schippe lehnt. Und dann kommen noch ein paar Besucher der Gärtnerei. Wie man hier sieht, habe ich hinter das eine Gewächshaus noch Holzpaletten und eine Kiste geklebt. Und auf die Wiese neben dem Zaun habe ich Spuren mit brauner Streu gemacht. Das soll darstellen, dass dort ein PKW durch die Wiese gefahren ist. Und das überschüssige Material der braunen Streu muss ich jetzt hier entfernen. Und anschließend nehme ich dunkelbraune Farbe und mache noch Spuren auf den grauen Weg. Um diese Matschspuren darzustellen, nehme ich einfach einen dünnen Pinsel, male mit brauner Farbe Spuren auf den grauen Weg und anschließend wird das Ganze einfach mit einem Finger verwischt. Wenn diese Matschspuren dann fertig aufgemalt sind, kommt ein grüner Pickup-Truck zwischen Weg und Wiese. Auf die Ladefläche kommt dann noch ein Pflanzenkübel und daneben stelle ich den Besitzer der Gärtnerei. Und dann mache ich erstmal weiter mit dem Gestalten der Landschaft hinter der Gärtnerei. Dort kommen jede Menge Hecken hin. Die erste klebe ich jetzt hier am Ende des Zauns auf. Diese Hecken, diese Sträucher sind von der Firma Hecki und die gibt es in 3 verschiedenen Farben. Für einen besseren Halt mache ich jetzt erstmal Weißleim auf die Oberfläche des Moduls, also auf diese Rasenfläche und zusätzlich noch auf die Unterseite der Hecke. Von diesen Hecken werde ich jetzt jede Menge hier aufkleben, so ein richtiger Wildwuchs soll das sein hinter der Gärtnerei. So, die Hecken habe ich jetzt aufgeklebt, die müssen jetzt erstmal trocknen. Und was mir jetzt noch fehlt, ist das Altern des Gebäudes und der Garage. Das Ganze sieht mir noch viel zu neu aus. Zum Altern nehme ich jetzt nur 3 Farben. Schwarze Farbe, rostbraune Farbe und dunkelbraune Farbe. Zum einen male ich hier den Schornstein des Gebäudes schwarz an und lasse so ein bisschen den Ruß am Dach an den Ziegeln runterlaufen. Das Dach der Garage ist aus 3 Wellblechteilen und die werden rostbraun angemalt. Die Farbe einfach auftragen, minimal trocknen lassen und dann mit einem Tuch verwischen. So kriegt man dunkle und helle Stellen. Und dann fehlt mir noch der Rost auf den Gehwegleuchten. Das Ganze soll ja ziemlich alt aussehen und gerade frisch aus der Fabrik. Nachdem ich jetzt das Gebäude, die Garage und die Gehwegleuchten gealtert habe, ist auch der Kleber unter den Hecken getrocknet. Und dann kann ich jetzt weitermachen mit dem Gestalten der Landschaft. Und hier stelle ich jetzt noch jede Menge Bäume auf. Der erste Baum, den ich aufstelle, kommt zwischen das Gewächshaus und den Zaun. Und dann kommen noch jede Menge weitere Bäume an die Modulkante zum Modul hin mit der Brücke. Zum Aufstellen der Bäume bohre ich 3 mm Löcher. 3 mm, das ist der Durchmesser vom Stamm der Bäume. Die Löcher sind ca. 3 bis 5 mm tief. Dort kommt Weißleim rein. Ein bisschen Weißleim kommt dann noch um den Stamm des Baums. Und dann wird der Stamm in das Loch eingesetzt. Und so hat der Baum einen guten Halt. In den feuchten Weißleim um den Stamm rum mache ich dann noch Grasfasern bzw. braune Streu, je nachdem was gerade passt, zum Untergrund, sodass der Übergang schön fließend ist, von dem Baum zur Wiese oder zum Acker, wie auch immer.
Und jetzt habe ich noch eine Stelle, die mir eigentlich überhaupt nicht mehr gefällt. Und zwar ist das der Parkplatz und die Straße vor der Gärtnerei. Hier muss ich mir irgendwas Neues einfallen lassen, irgendwas ändern. Weil so wie das jetzt ist, wie das geplant war, gefällt mir das überhaupt nicht mehr. Aber was ich mir hier überlegt habe, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.